Herzlich willkommen zurück zur Fintech 2021. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir starten mit Panel Nummer 2. Ein tolles Thema, Blockchain und Mittelstandsfinanzierung. Das ist aktuell. Mit dem Gesetz über die elektronische Wertpapiere ist es jetzt auch für kleine KMUs möglich, sich am Kapitalmarkt zu finanzieren. Bei einigen hat das jetzt ja auch sogar schon ganz erfolgreich geklappt, aber man gewinnt doch so den Eindruck, so richtig abheben will das Thema nicht. Die große Frage ist, und der wollen wir uns heute hier widmen, woran liegt das? Ist es vielleicht doch ein bisschen zu kompliziert noch für den Mittelstand oder aber haben wir auf der anderen Seite vielleicht Herausforderungen, weil diese kleinen Tickets für institutionelle Investoren nicht so ganz interessant sind? Fragen über Fragen. Ich freue mich auf Panel Nummer 2 und unsere Panelistinnen und Panelisten und stelle sie jetzt mit Ihnen gemeinsam vor. Dirk Schrade, ständiger Vertreter des Leiters des Zentralbereichs Zahlungsverkehr und Abwicklungssysteme bei der Deutschen Bundesbank in Frankfurt. Er sagt, Technologien entwickeln sich rasant. Die Bundesbank ist gut beraten, die Entwicklungen genau zu beobachten. Herr Schrade, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Johannes Schraps, seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages. Er war Berichterstatter zum EWPG in der vergangenen Wahlperiode. Er sagt, mit dem EWPG beginnt am deutschen Finanzmarkt die Zukunft. Herr Schraps, vielen Dank, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Dr. Joachim Schwerin, er ist Principal Economist in der Unit Digitale Transformation der Industrie bei der Europäischen Kommission in der Generaldirektion GROW. Dort ist er verantwortlich für die Entwicklung des politischen Ansatzes der Generaldirektion in Bezug auf die Token Economy und Distributed Ledger Technologien sowie deren Anwendungen für Industrie und KMU. Involviert war er übrigens auch im Digital Finance Strategy Prozess und hier insbesondere ist die MiCA zu nennen. Er sagt, ich sehe die Zukunft in der Tokenwirtschaft, das heißt die Entstehung eines Ökosystems, in dem KMU aller Größen und Branchen nahtlos mit Handelspartnern, Kunden und Investoren in einem sicheren digitalen Umfeld interagieren können. Herr Dr. Schwerin, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, dass Sie aus Brüssel zu uns gekommen sind. Herzlich willkommen. Sehr gerne, danke schön. Jens Siebert. Er ist Mitglied des Vorstands des VDK sowie Co-Founder und Vorstandsmitglied von Investor. Er sagt, die Blockchain-Technologie eröffnet jedem Unternehmen einen effizienten Zugang zum Kapitalmarkt über die Emission digitaler Wertpapiere. Das verändert massiv die Spielregeln in der Kapitalbeschaffung für kleine und große Mittelständler. Jens, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Last but not least, Dr. Martin Hock, unser Moderator. Er studierte Volkswirtschaftslehre und promovierte mit einer Arbeit über den Zusammenhang von politischem System und Wirtschaftsreformen am Beispiel Ungarns 1968 bis 1996. Er arbeitete unter anderem für die Redaktion der Dreiseit Börse und der Verlagsgruppe Handelsblatt. 2005 kam er zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung und schreibt im Bereich Finanzen über die Kapitalmärkte. Herr Dr. Hock, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für Ihre Moderation. Ich übergebe an Sie. Ja, vielen Dank. Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Panel zum Thema elektronische Wertpapiere. Bevor wir richtig einsteigen, möchte ich vielleicht noch ein paar Worte sagen, worum eigentlich es heute geht. Und diejenigen unter Ihnen, die das schon wissen und die es vielleicht auch besser wissen als ich, die bitte ich um Nachsicht, wenn ich noch drei Worte darüber verliere. Die Frage ist Blockchain und Mittelstandsfinanzierung, was hat das eigentlich alles miteinander zu tun? Blockchain wird landläufig ja vor allem mit Bitcoin assoziiert. Aber wenn es um Mittelstandsfinanzierung geht, braucht man eigentlich den Bitcoin nicht. Es geht um was ganz anderes. Denn die Blockchain-Technologie ist letztlich vor allem eine fälschungs- und revisionssichere Speichertechnik. Was heißt das für Wertpapiere? Das heißt, die Erstellung eines Wertpapiers ist nach herkömmlichem Prozedere relativ aufwendig. Es wird eine Urkunde gedruckt, die wird unterschrieben, die wird beurkundet, die wird notariell beglaubigt und so weiter. Das macht den ganzen Prozess relativ teuer. Das alles ist auf der Blockchain-Basis nicht notwendig, so das Versprechen. Und das macht die Erstellungskosten einer Wertpapieremission natürlich sehr viel günstiger und damit natürlich auch sehr viel für kleinere Volumina, sehr viel interessanter und damit auch für den Mittelstand. Und genau das ist also das Thema, um das es heute gehen wird. In Deutschland hat das EWPG, das im Juni in Kraft getreten ist, eine Basis geschaffen für diese elektronischen Wertpapiere, für die sogenannten Kryptowertpapiere, die auf der Blockchain basieren auch. Seitdem, Herr Siebert,
ist nicht viel passiert eigentlich. Woran hängt das denn? Was fehlt denn noch? Oder sind das einfach nur Anlaufschwierigkeiten? Ja, also ich glaube, wir müssen im Hinblick auf elektronische Wertpapierplatzierungen, insbesondere wenn wir auf den Mittelstand schauen, schon nochmal vor Augen führen, dass das EWPG, Sie haben es gesagt, im Juni diesen Jahres erst in Kraft getreten ist. Wir haben jetzt November. Dieses neue Primärgesetz definiert eine vollkommen neue Begebungsform für elektronische Wertpapiere auf einem Blockchain-Register. Es schafft dafür einen neuen Erlaubnistatbestand in Form der Registerführung für solche Blockchain-Wertpapierregister. Und all das braucht natürlich auch Zeit innerhalb der Branche, um dafür die notwendigen Prozesse und Strukturen zu schaffen. Und ich glaube, die Tatsache, dass wir heute noch keine Emission nach dem EWPG im Markt beobachten konnten, ist auch ein Stück weit dieser notwendigen Aufbauarbeit und der Schaffung der entsprechenden Infrastruktur geschuldet. Es gibt aber nichtsdestotrotz natürlich auch Fragestellungen nach einer zukünftig durchlässigen Marktinfrastruktur für elektronische Wertpapieremissionen. Denn es steht natürlich außer Frage, dass wir in der Vergangenheit eine, wenn auch in großen Teilen ineffiziente, aber zumindest in sich durchlässige Kapitalmarktinfrastruktur im Bereich der klassischen Wertpapierbegebung und des Wertpapierhandels hatten. Diese durchlässige Marktinfrastruktur muss sich in dieser Form für elektronische Begebungsformen, insbesondere für Blockchain-basierte Wertpapiere, natürlich erst noch ausbilden. Wenn ich nochmal fragen darf, was verstehen Sie unter durchlässig? Ja, also ich glaube, wir müssen uns natürlich vor Augen führen, dass insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen der Rückgriff auf eine funktionale Wertpapiermarktinfrastruktur entscheidend ist. Wenn ich mir die Frage stelle, ob ich klassisch begebe oder ob ich mich entscheide, ein elektronisches Wertpapier zu begeben. Was meine ich damit konkret? Wir brauchen Börsenplätze, die angeschlossen sind an eine solche Wertpapiermarktinfrastruktur. Wir brauchen entsprechende Lösungen für die sichere Verwahrung von solchen Wertpapieren, wo ich heute als Anleger problemlos meine Aktie oder eine Anleihe bei meinem Online-Broker oder bei meiner Depotbank einfach zeichnen kann und dort sicher verwahren kann auf einen jederzeitigen Marktpreis, der sich im Rahmen verschiedener Börsenlistungen herausbildet, zurückgreifen kann, sind diese, sage ich mal, wesentlichen Eckparameter einer Marktinfrastruktur heute einfach noch nicht gegeben. Sprich, Sie haben als Mittelständler womöglich die Chance, eine solche Platzierung heute schon durchzuführen. Aber Sie haben insbesondere, wenn es darum geht, breite Markt zu platzieren und eine Börsenfähigkeit einer solchen Emission zu erreichen, heute noch nicht die notwendigen Voraussetzungen im Markt geschaffen. Vielen Dank. Ja, Herr Schraps, das EWPG ist ja ein guter Punkt und Finanzstandort Deutschland ist vielleicht auch ein guter Fortschritt für den Finanzstandort Deutschland, um den es ja, möchte ich sagen, in den vergangenen 20 Jahren nicht immer so gut bestellt war. Wir haben den neuen Markt gehabt, wir haben die Mittelstandseinlagen gehabt, wir haben die Mezzaninfinanzierung gehabt. Alle drei sind eigentlich nicht so gut geendet. Es gibt dann immer diese Sachen mit Stupid German Money, der Nachwuchsmarkt Scale läuft eigentlich auch nicht so recht. Also eigentlich, das EWPG hat ja eigentlich sowas von einer neuen Chance, von der ich hoffe, dass es diesmal besser ausgeht. Aber das nur nebenbei. Die Frage, was können wir denn jetzt künftig noch erwarten? Und vor allem halt mal vor dem Hintergrund der neuen Bundesregierung. Die Koalitionsbildung, sagen wir mal so, war ja schon einfacher in der Vergangenheit, als sie es diesmal ist. Und die neue Bundesregierung wird ja sehr große Themen vor der Brust haben. Das merken wir ja gerade heute, dass das Thema Corona wieder sehr stark hochkocht. Wir haben das Thema Klimawandel. Und wir haben einen Kanzler, last but not least, der in der Vergangenheit, ich sage mal so, was das Thema Wertpapiere angeht, nicht an vorderster Front gekämpft hat. Was ist denn in der Pipeline? Was können wir denn von der neuen Bundesregierung erwarten, was Herrn Siebert vielleicht weiterhelfen könnte? Na, erstmal muss man sagen, dass das Gesetz, das EWPG, ja aus dem Haus des hoffentlich zukünftigen Kanzlers kommt. Insofern
kann er da gar nicht so gebremst haben, sondern er hat ja eben auch seinen Teil dazu beigetragen, dass dieser Teil der Blockchain-Strategie, die die Bundesregierung ja 2019 veröffentlicht hat, im Finanzmarktbereich umgesetzt werden konnte. Es gibt ja auch viele andere Bereiche, die in der Blockchain-Strategie erwähnt werden, in denen man vielleicht nicht diese Schritte gemacht hat. Und also ich habe als Berichterstatter im Finanzausschuss bisher wenige Gesetze erlebt, die eigentlich auch so positiv von den Marktteilnehmern, von den Stakeholdern begleitet wurden. Da ist im Prinzip ja auch häufig von einem Meilenstein für Deutschland geredet worden, weil man ja im Prinzip auch überspringt einen Schritt. Wir haben bisher die Papierurkunde gehabt, das haben Sie in der Einführung gesagt, die ja zwingend notwendig war. Und jetzt können Schuldverschreibungen und elektronische Fondsanteile eben auch rein virtuell begeben werden. Uns ging es darum, dass wir mit dem EBPG einen rechtssicheren Rahmen schaffen, damit einfach technologische Innovationen in dem Bereich in Deutschland möglich werden. Und wir hatten da die Möglichkeit, entweder darauf zu warten, weil andere EU-Staaten ja auch schon Gesetzesumsetzungen gemacht haben in diesem Bereich, entweder darauf zu warten, bis es eine europäische Harmonisierung in dem Bereich gibt, oder eben selbst in dem Bereich tätig zu werden. Und ich bin froh, dass wir in der letzten Legislatur noch vor den Wahlen und vor dem jetzigen Regierungswechsel dieses Gesetz hinbekommen haben. Und was kommt als nächstes? Sie haben ja auch danach gefragt, was sozusagen die nächsten Schritte wären. Erstmal bin ich froh, dass wir diesen ersten Schritt gemacht haben. Eben ja nicht nur die Möglichkeit, Schuldverschreibungen und Fondsanteile rein virtuell zu begeben, sondern eben auch den nächsten Schritt zu gehen, im Rahmen der Blockchain-Strategie und Kryptofondsanteile jetzt über die Verordnung, die wir dem Finanzministerium mit auf den Weg gegeben haben als Finanzausschuss, das eben auch jetzt umzusetzen. Und natürlich haben wir auch im Rahmen der Gesetzesberatung darüber diskutiert, wann und wie man diesen Bereich, die Blockchain-Technologie auch in anderen Bereichen zu nutzen und den Anwendungsbereich auszuweiten, haben wir darüber diskutiert. Hatte ehrlich gesagt auch ein bisschen prozedurale Gründe, weil wir im Dezember 2020 den Entwurf per Notifizierung auch an die EU-Kommission übersenden mussten. Das ist ja eine europarechtliche Regelung, dass Gesetzgebungen, die nicht sozusagen auf eine europarechtliche Regelung zurückzuführen sind, sondern nationalstaatlich gestartet werden, an die EU-Kommission im Rahmen des Informationsgesetzes weitergegeben werden. Dann gibt es immer eine dreimonatige Stillhaltefrist. Die lief sozusagen im März diesen Jahres aus. Und da haben wir dann natürlich auch angefangen, direkt das EWPG zu verhandeln und haben das ja eben auch noch bis Ende Juni, bis Ende der Legislatur hinbekommen. Wenn wir beispielsweise Kryptofondsanteile noch mit in dieses Gesetz aufgenommen hätten, hätte das eine maßgebliche Veränderung dessen, was wir schon an die Kommission gegeben haben, bedeutet. Wenn wir Aktien mit reingenommen hätten, hätte das nochmal eine maßgebliche Veränderung bedeutet. Und da konnten wir nicht 100% sicher sein, dass wir nicht eventuell eigentlich nochmal sozusagen diesen Entwurf an die Kommission im Rahmen der Informationsübersendung weitergeben und nochmal 3 Monate Stillhaltefrist einhalten müssen. Und dann wäre nicht sichergestellt gewesen, dass wir diesen Schritt zum Ende der letzten Legislatur noch machen und ihn vielleicht eben auch bis zum Ende der Legislatur nicht mehr hinbekommen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt diesen ersten Schritt. Wir machen damit die Tür auf, Blockchain-Technologie nutzen zu können. Das ist allgemein positiv bewertet worden. Und gleichzeitig haben wir mit dem Ausschussbericht im Finanzausschuss der neuen Bundesregierung auch mit auf den Weg gegeben, dass die neue Bundesregierung zeitnah zu Beginn der jetzigen Legislatur, der anlaufenden Legislatur, einen Vorschlag vorlegt, wie auch beispielsweise Aktien mit in diese Blockchain-Technologie mit aufgenommen werden können. Insofern, die nächsten Schritte sind vorgezeichnet. Es gibt ja auch Diskussionen darüber, inwiefern beispielsweise GmbH-Anteile oder andere Bereiche noch mit aufgenommen werden. Bei uns, wir haben uns ja für die Umsetzung mit der Tokenisierung entschieden. Da ist die Sachfiktion ganz wichtig, dass sozusagen die elektronisch begebene, die elektronisch begebenen Wertpapiere sozusagen einer Sache gleichgestellt sind, obwohl sie ja keine anfassbare Sache sind. Deswegen hat das relativ lange auch im Justizministerium gedauert, bis man das eben rechtssicher hinbekommen hat. Das haben wir jetzt hinbekommen. Wir haben mit den Bundeswertpapieren gute Erfahrungen gemacht, was die Tokenisierung angeht. Andere Länder haben da eben andere Wege gegangen, haben nochmal sozusagen einen separaten Rechtsrahmen geschaffen. Aber ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg. Und wenn ich die Kritik der Opposition in der vergangenen Legislatur auf dem Schirm habe,
dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es dann nicht auch bei den jetzt in Aussicht stehenden Koalitionspartnern auch Möglichkeiten gibt, da weitere Schritte zu gehen. Und wenn ich richtig informiert bin, im Vorstand dort gesetzt, sind ja die elektronischen Fondsanteile eigentlich auch schon gedanklich vorgezeichnet, nicht? Ja. Genau, so ist das. Ja, vielen Dank. Herr Schrade, die Bundesbank ist ja nicht mehr Hüterin der Währung, sondern es ist ja die EZB, aber nichtsdestotrotz versteht sich ja die Bundesbank so als verantwortlich für das deutsche Finanzsystem. Wie ist denn Ihre Haltung zu elektronischen Wertpapieren, die nun das Finanzsystem in Deutschland doch zumindest das Potenzial haben, deutlich zu verändern? Betrachten Sie diese Entwicklung von der Bundesbank aus eher mit Sorge oder eher positiv? Und was sind so die Bedingungen, die für Sie eigentlich erfüllt sein müssten? Und vielleicht auch auf anderer Seite, Herr Siebert hat beklagt, das Fehlen dieser durchlässigen Infrastruktur. Die Bundesbank ist es sicherlich nicht ihre Aufgabe, aber Sie könnten ja sicherlich dort vielleicht ein paar Hebel in Bewegung setzen, um das System vielleicht ins Rollen zu bringen. Wie sehen Sie das? Herr Hock, also zum einen möchte ich natürlich Sie ganz kurz korrigieren. Die Bundesbank ist Teil des Eurosystems und die Geldpolitik wird vom Eurosystem gemacht, nicht gut, von der EZB. Das vielleicht nur als kleine Bemerkung. Ja, natürlich, also das Gesetz zu den elektronischen Wertpapieren ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe mich persönlich immer geärgert, wenn dann die Kollegen aus anderen Ländern gekommen sind und gesagt haben, wir haben jetzt aber schon eine schöne Blockchain-Anleihe nach Liechtensteiner Recht oder nach irischem Recht. Und ich denke, das ist ein wichtiger und notwendiger Schritt. Insoweit stehen wir dem sehr, sehr positiv gegenüber. Ich denke auch, es wurde ja gerade angesprochen, das Ganze passt sich auch sehr gut in das deutsche Recht ein. Ja, die Rechtssicherheit ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil, gerade bei den Wertpapieren. Und wir kommen ja eigentlich immer so ein bisschen in der Diskussion aus dem Bereich der Kryptowelt. Ja, und da sind, glaube ich, auch viele Missverständnisse dann auch da. Also insoweit begrüßen wir das Gesetz uneingeschränkt. Worauf natürlich nicht eingegangen wurde bislang ist, dass das Gesetz natürlich auch eine zentrale Registerführung ermöglicht. Ja, also für den bisherigen Kapitalmarkt, für den etablierten. Auch da gibt es natürlich dann künftig die Möglichkeit, auf Urkunden zu verzichten und hier in die elektronischen Wertpapiere reinzugehen. Ich persönlich glaube auch, dass das der Bereich sein wird, wo wir am ehesten elektronische Wertpapiere sehen werden. Aber das wird natürlich nicht besonders Innovationsimpulse erstmal geben, weil ob sie halt hinterher noch eine Urkunde haben, die dann in die Giro-Sammelverwahrung überführt wird, oder sie haben das elektronische Wertpapier, wie wir heute auch bei den Bundesanleihen, die direkt elektronisch gehandelt werden können, dann denke ich mal, ist das jetzt halt erstmal im ersten Schritt nicht so relevant. Aber natürlich das interessante Krypto-Wertpapierregister, das ist sicherlich ein ganz neuer Bereich. Der ist sicherlich interessant. Nach meinem Verständnis ist es ja auch so, dass momentan eigentlich die europäischen Regeln verlangen, dass jedenfalls Wertpapiere, die an Börsen und anderen Handelsplätzen gehandelt werden, dass die in Giro-Sammelverwahrung erfolgen. Also insoweit muss man natürlich sehen, dass die aktuelle Rechtslage da noch einige Einschränkungen bietet. Wie man insgesamt sagen muss, dass natürlich unter regulatorischen Gesichtspunkten das Ganze relativ komplex ist. Also zum einen haben wir jetzt eine deutsche Regelung. Wir reden immer viel über die Kapitalmarktunion, auch ein wichtiges Ziel von uns. Und ich glaube, da ist natürlich perspektivisch auch die Überlegung, ob man da nicht doch auch gucken muss, ob man da zu einer stärkeren europäischen Harmonisierung kommt, wohl wissend, dass zivilrechtliche Sachverhalte momentan auf nationaler Ebene laufen. Aber am Ende muss es natürlich schon so sein, wenn man halt einen integrierten Kapitalmarkt haben wird oder will, dass da natürlich dann auch die rechtlichen Rahmenbedingungen für solche Wertpapiere gleich sind. Also egal, ob sie dann französisches oder irisches oder italienisches Wertpapier haben, die Anleger, denke ich, müssten dann am Ende schon ähnliche
Regeln haben. Zum Zweiten darf man nicht vergessen, die Regulierung in diesem Bereich ist sehr, sehr komplex in Europa. Ich bin da jetzt nicht der große Experte, aber auch MiFID ist ja sicherlich ein Bereich, der jetzt nicht so ganz einfach ist. Hier haben wir jetzt durch das Gesetz zu elektronischen Wertpapieren natürlich mal die erste Stufe, nämlich die Emission. So, es ist auch die Möglichkeit, Einzeleintragungen vorzunehmen oder Eintragungswechsel. Aber wir haben natürlich beispielsweise, was Wertpapierabwicklungssysteme angeht, noch andere Strukturen. Wir haben halt Zentralverwahrer. So, da gibt es jetzt auch ein Pilotregime, ja, auf europäischer Ebene, was wir natürlich auch uneingeschränkt begrüßen, weil es halt dafür sorgt, dass eben im Grunde genommen nicht nur die Emissionen, sondern eigentlich auch der nachfolgende Handel in einem entsprechend rechtssicheren Rahmen erfolgt. Aber das sind sicherlich alles Komponenten, die halt am Ende ineinander greifen müssen. Und da gebe ich Ihnen natürlich recht, wenn man halt tatsächlich die durchgreifenden und weitreichenden Marktergebnisse haben will, dann glaube ich, muss man noch überlegen, wo Stellschrauben sind, wo man da auch noch dran gehen muss. Am Ende wird es natürlich schon so sein, dass halt eben durch diese Emissionen auch Kosten deutlich reduziert werden können. Also die viel beschriebenen 20 Millionen, die ja immer als Mindestgröße da im Raum stehen, das wird sicherlich schon im Grunde genommen halt auch durch die digitalen Wertpapiere dann abgesenkt werden können. Zur Blockchain kommen wir ja bestimmt nochmal und die Perspektiven, auch das ist, glaube ich, ein Thema, was nicht ganz so einfach ist, wie es halt mitunter diskutiert wird. Ja, nochmal zur Girosammelverwahrung, zur Pflicht zur Girosammelverwahrung, das ist ein interessanter Aspekt. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, hieße das ja, dass also auch Kryptowertpapiere Ihrer Ansicht nach in die Girosammelverwahrung gehen müssten. Wenn sie an Börsen oder MTFs gehandelt werden, so jedenfalls ist nach meinem Verständnis die Vorgabe der europäischen Regulierung. Widerspricht das nicht der Idee des EWPG einer dezentralen Verwahrung? Ja, wie gesagt, wir haben hier natürlich ein Mixtum aus europäischen und nationalen Regelungen und ich glaube, da muss man halt am Ende natürlich schon schauen, wie sich das Ganze in der Praxis entwickelt. Die Geschäftsfälle und die Anwendungsfälle, die natürlich auch häufig zitiert werden, da ist natürlich auch die Frage, handelt es sich dabei um Wertpapiere, die halt breit an den Börsen gehandelt werden oder handelt es sich um spezifischere Kreise? Also ich denke, da ist schon ein gewisser Spielraum, aber ich glaube, da muss man auch nochmal am Ende sehen, wie sich das auch in der Praxis auswirkt. Ja, das ist aus meiner Sicht jetzt auch nicht so ganz einfach, wie halt diese unterschiedlichen Regularien zueinander stehen, wie die halt miteinander verknüpft sind. Und da wird man jetzt schon nochmal gucken müssen, wie sich das dann in der Wirklichkeit und in der Realität dann auch darstellt. Das heißt im Grunde, wir haben jetzt einen Rahmen geschaffen, den wir noch mit Leben erfüllen müssen. Und derweil wir diesen Rahmen mit Leben erfüllen, werden wir sehen, was dem Rahmen noch fehlt. Ja, das denke ich schon. Also ich glaube insgesamt, das ist halt die normale Vorgehensweise auch bei Innovationen, ja, dass es schon immer auch ein Trial and Error ist. Und das Ganze muss halt natürlich schon in einem vernünftigen Rahmen erfolgen. Aber ich würde Ihnen da schon zustimmen, dass man jetzt sehen muss, wie das Ganze halt auch anläuft in der Praxis und was gegebenenfalls und wer auf welcher Ebene halt noch eben entsprechend verändert werden muss. Vielen Dank. Herr Schwerin, last not least, kommen wir jetzt auch zu Ihnen. Deutschland ist ja keine Insel. Wir haben die ganze Zeit über deutsches Recht gesprochen, aber deutsches Recht muss man, das hat ja Herr Schrader auch schon angesprochen, natürlich im Kontext des europäischen Rechts sehen. Die EU-Kommission ist ja auch in Bezug auf Krypto, auf Blockchain nicht gerade untätig gewesen. Wir haben die MiCA-Richtlinie, die sich eigentlich mehr zumindest in der Wahrnehmung am meisten auf Stablecoins bezieht. Manche haben sogar von einem Lex Libra gesprochen. Wir haben die European Crowdfunding Service Provider Richtlinie gehabt, die also Wertpapiere unter 5 Millionen Euro eher locker reguliert. Vor diesem Hintergrund, wie sieht man denn diese deutsche Initiative mit dem EWPG eigentlich in Brüssel? Ist das für den gesamten Bereich eher förderlich oder ist das eher ein Ausscheren, was vielleicht den Intentionen der Kommission zuwiderläuft? Was halten Sie eigentlich von dem EWPG letztlich?
Herr Hock, zunächst mal vielen Dank für diese Frage. Ich darf am Anfang dazu sagen, dass ich hier meine persönliche Meinung wiedergebe und nicht die Kommission als Ganzes repräsentiere. Das erstmal zum Anfang. Es ist auch für mich aus Brüsseler Sicht schwierig, detailliert zu nationaler Gesetzgebung Dinge zu sagen, die vielleicht für die Zuhörer besonders interessant sind. Wir nehmen das natürlich zur Kenntnis. Es wurde uns zur Kenntnis gebracht. Und ich persönlich sehe den gewissen Nutzen, insbesondere in einem Öffentlichkeits- und Lerneffekt, dass eine neue Technologie wie die Blockchain auch im Reich der Finanzregulierung, Finanzmarktregulierung ankommt und zu erneuten Möglichkeiten oder zu erweiterten Möglichkeiten führt. Es ist ja nicht nur so, wenn Innovation stattfindet, dass es den Möglichkeitsraum für Unternehmen eröffnet, sondern es muss auch ein gleichzeitiges Lernen stattfinden auf der regulatorischen Seite, auf der politischen Seite. Und deswegen sind solche Initiativen natürlich zunächst mal grundsätzlich zu begrüßen, weil man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Wenn ich jetzt etwas tiefer in das Thema Blockchain und Mittelstandsfinanzierung, was ja das Thema unserer Diskussionsrunde ist, einsteige über das EBPG hinaus, dann muss ich schon feststellen, dass natürlich, wenn ich mir jetzt den gesamten Möglichkeitsraum anschauen würde, der durch Blockchain-Technologie ermöglicht wird im Bereich der Finanzierung und den bei 100% ansetze und dann die Möglichkeiten sehe, die zusätzlich durch das EBPG geschafft werden oder vielleicht noch in der Zukunft geschafft werden, wir aus meiner Sicht im Bereich von 1 oder 2% von diesen 100% liegen. Es ist sicherlich eine nützliche Ergänzung, um, sagen wir mal, dieser technischen Modernisierung Rechenschaft zu tragen, um auch einen Prozess im politischen Bereich in Gang zu setzen. Aber die Möglichkeiten für den Mittelstand liegen aus meiner Sicht anderswo. Und da muss ich vielleicht noch etwas tiefer gehen, wie die Kommission die Blockchain-Technologie als Ganzes sieht und wie wir dann vielleicht auch die MiCA und die weitere Zukunft sehen, wo wir ja in der Tat den Vorschlag gemacht haben, der im Moment in der letzten Phase hoffentlich auch der Diskussion ist und dann zeitnah in Kraft treten soll, wenn diese abgeschlossen ist. Im Moment haben wir halt noch den anderen Regelrahmen und deswegen selbstverständlich muss sich eine Initiative wie das EWPG auch im bestehenden Regelrahmen bewegen. Das ist gar kein Thema. Wir beschäftigen uns seit ungefähr 10 Jahren sehr intensiv mit dem Thema Blockchain. Das Thema gibt es ja erst seit 13 Jahren, als Bitcoin gekommen ist. Sie sagen zu Recht, Bitcoin an sich ist vielleicht nicht interessant für die Unternehmensfinanzierung. Wir sehen aber Kryptowährungen, Kryptoanlagen schon als sehr relevant für die Unternehmensfinanzierung. Und wir hatten vor 6, 7 Jahren in der Kommission, das waren die ersten Tage von Herrn Juncker im Amt, eine Art Brainstorming, wo die Zukunftstechnologien für Europa liegen. Und da haben wir uns breit mit denen auseinandergesetzt, wo wollen wir die nächsten Jahre, Jahrzehnte uns wirklich drauf spezifizieren, weil diese Technologien ganz entscheidend sind für die Zukunft des Wirtschaftsraums Europa und darüber hinaus nicht nur den Wirtschaftsraum. Und da kam Blockchain, ich habe es damals vorgeschlagen, als Blockchain-Anwendungen, allerdings für die Realwirtschaft, weil natürlich, man kann viel über Kryptowährungen reden. Als öffentliche Instanz muss man das öffentliche Interesse im Auge behalten und da geht es vielleicht weniger darum, wie man Wertzuwächse generieren kann über Kryptowährungen, sondern mehr, wie ist die Anwendung dann auch tatsächlich für Unternehmen, insbesondere KMUs, die ja 99% unserer Unternehmen ausmachen. Und wir haben dann gesagt, wir identifizieren für Europa 4, was wir Breakthrough Technologies genannt haben, wo Blockchain eine davon ist. Was grundsätzlich bedeutet, dass wir alle Politikfelder in Zukunft konsequent auf die Entwicklung und Implementierung von Blockchain-Technologie ausrichten werden. Was ich damit sage, ist, dass Blockchain nicht irgendeine neue Technologie ist. Blockchain ist aus unserer Sicht eine radikale Veränderung des Möglichkeitsraums, der sich für unternehmerisches Handeln und dabei auch insbesondere um die Finanzierung dreht, weil die Finanzierung als Dienstleistung komplett integriert werden kann in die gesamten Wirtschaftsläufe an sich auf dieser Blockchain. Und wir können Blockchain als Thema von 2 Seiten nähern. Und wir tun dies hier in dieser Diskussion bis jetzt von der einen Seite, das vollkommen verständlich ist, das existierende Bankensystem, der existierende Regelrahmen. 3/4 unserer Unternehmen, unserer KMUs werden finanziert über den Bankensektor. Das ist sehr viel und natürlich müssen wir uns damit auseinandersetzen und sehen dann diese Bewegung, die dann vielleicht mehr den regulierten Markt im Auge hat, die mehr die Interessen von institutionellen Anlegern im Auge hat. Wie kann man sozusagen, wenn man risikoavers ist, wenn man sehr stark reguliert ist, sich diesem Thema öffnen? Das macht Sinn. Es gibt aber natürlich auch eine sehr, sehr starke Bewegung von der anderen Seite aus, von der dezentralen Seite aus, wo ich im Prinzip durch die Tokenisierung die Möglichkeit habe, digitale Pakete von Rechte und Verpflichtungen zu definieren, die ich im Prinzip direkt zwischen Anbieter und Nachfrager handeln kann. Dezentral, ohne Intermediär, ohne Plattform, wie auch immer, die Technologie ermöglicht es. Und dieses Anwendungsfeld entwickelt sich ja gerade global massiv. Wir haben nicht nur ganze Ökosysteme, sondern auch ganze Volkswirtschaften, die sich inzwischen auf Kryptoanlagen mehr und mehr ausrichten. Wir haben die Frage von
digitalen Währungen und ihren Funktionen. Wir haben die Frage, wie kann ich, wenn ich sozusagen diese Tokenisierung habe, über die Finanzfunktion auch andere Dinge, die für mich leicht wichtig sind, implementieren. Zum Beispiel, wenn ich jetzt als Unternehmer durch diese Dezentralisierung, durch diesen Crowd-Ansatz den direkten Austausch habe mit meiner Umgebung, mit meinen Finanziers, aber auch mit meinen Abnehmern von meinen Produkten, mit den Leuten, die mir Ideen entwickeln. Das sind auch sehr häufig auf lokaler, regionaler Ebene dieselben Personen, die diese Funktionen erfüllen. Dann kann ich für meinen eigenen Bedarf maßgeschneidert diese Funktionen einschließlich der Finanzierung tokenisieren, kann das mit realwirtschaftlichen Assets verbinden, wie wir das auch in einer Reihe von Gesetzgebungen inzwischen sehen, und kann darüber meine Finanzierungs- und Zahlungsfunktion abbilden. Das ermöglicht die Blockchain. Und von diesem Möglichkeitsraum reden wir hier natürlich überhaupt nicht. Und ich weiß aus vielen Gesprächen, auch aus Deutschland, auch gerade mit dem Mittelstand, nicht mit den größeren Unternehmen, die Blockchain zumeist leider noch so als Spielzeug unter vielen anderen Spielzeugen sehen. Wir müssen auch ein bisschen was Blockchain machen, aber irgendwo haben wir unsere traditionelle Finanzierung. Blockchain als Gamechanger setzt diesen dezentralen Ansatz voraus und damit eine ganz andere Annäherung an das Thema der Finanzierung. Und das ist nicht letztlich die Frage, ob wir das wollen oder nicht. Denn es findet ohnehin statt. Wir sind nicht mehr in einem traditionellen regulatorischen Rahmen, wo wir sagen können, Dinge finden wir vielleicht kritisch und verbieten sie oder wir wollen sie nicht haben. Die digitale Welt, die Tokenisierung hat keine Grenzen. Und wir können natürlich Dinge schwieriger machen oder wir können Dinge leichter machen, aber es gibt bereits viele Unternehmen, leider, die ich auch kenne, die inzwischen für die Finanzierung, nachdem sie eigentlich denken, wir haben jetzt gute Ansätze in Europa, dann doch in die Schweiz gehen, nach Liechtenstein gehen, in andere Länder irgendwo gehen und sich dort finanzieren, weil ich da zum Beispiel nicht nur Aktien bereits als Token begeben kann, sondern auch die ganze Governance dezentral in meiner Verantwortung habe, weil ich wie in Liechtenstein ein Tokengesetz habe, was gar nicht mehr auf die einzelne Funktion ansieht, sondern einen Token als Container von digitalisierten Werten, den ich einfach transferieren kann in dieser Form. Das eröffnet ganz andere Möglichkeiten. Und das setzt natürlich ein entsprechendes Lernen voraus. Deswegen, um das vielleicht abzuschließen, das EWPG ist als Lerneffekt aus meiner Sicht sehr nützlich, um in diese Richtung zu gehen. Es reicht aber bei weitem nicht aus, um die Möglichkeiten der Tokenisierung auch nur annähernd abzubilden. Vielen Dank. Ja, gebe ich Ihnen natürlich völlig recht. Blockchain ist ein sehr mächtiges Instrument und das weit über die Unternehmensfinanzierung hinaus reicht. Sie haben jetzt angesprochen zwei Dinge. Das eine ist der dezentrale Impuls. Es passiert ohnehin. Aber das, was dezentral passiert, also dort, wo jetzt im Falle einer Finanzierung ein kapitalsuchendes Unternehmen direkt an Anleger herantritt, all das muss ja irgendwo in einen Rechtsrahmen auch eingebettet werden, denn ansonsten kann ich ja alles machen. Also da lande ich dann ja irgendwo im anarchischen Raum, wenn ich das so ganz unkontrolliert lasse. Und wenn Sie sagen, die gehen dann in die Schweiz und Liechtenstein, laufen wir da nicht dann auch Gefahr, uns in einem Regulierungswettlauf und auch einen Regulierungsdumpingwettlauf zu begeben? In keiner Form, Herr Hock. Ich sehe eine sehr positive Funktion und das haben wir übrigens auch schon bei der Alternativfinanzierung beim Crowdfunding so gesagt und gemacht, dass wir ja nicht nur Wettbewerb haben zwischen Unternehmen oder Geschäftsmodellen, sondern auch zwischen Regulatoren. Und wir haben bewusst gesagt beim Crowdfunding, wir regulieren nicht von Anfang an, sondern wir lassen diesem regulatorischen Wettbewerb auch Raum, weil durch die Geschwindigkeit der Innovation es auch sehr schwer wird, diesen traditionellen Ansatz von Banken und Kapitalmarkt auch auf innovative Technologien anzuwenden. Und dann irgendwann haben wir gesagt, die Entwicklung ist jetzt so reif, auch unsere Informationsbasis, dass wir dann eine gewisse Harmonisierung vornehmen können, wie wir das jetzt mit dem ECSP gemacht haben, als Rahmen für die Crowdfunding, ja übrigens auch nur für bestimmte Formen des Crowdfundings und in bestimmten Kontexten, während die anderen weiterhin dereguliert bleiben. Wir haben uns die Risiken sehr genau angeschaut. Und als Ausgangspunkt möchte ich wirklich betonen, dass die Blockchain ist kein anarchischer Raum, ist kein rechtsfreier Raum. Sie hat eine andere Form der Governance, eine dezentrale, aber sie ist ein Mechanismus, der Vertrauen schafft zwischen Leuten, die sich eigentlich überhaupt nicht kennen, aber durch diese Möglichkeit der Transparenz und der Nichtbeeinflussbarkeit der vergangenen Datengenerierung auch sehr viel sicherer ist als andere Technologien. Und dann haben wir uns angeschaut, was ist eigentlich spezifisch als Risiko für diese Art von Ansätzen im Vergleich zu anderen Finanzmarktoperationen oder auch alternativen Dingen. Und da haben wir halt festgestellt, dass die systemischen Risiken, die wir im Moment im Finanzbereich sehen, und das ist ja kein Geheimnis, halt wie die Finanzkrise gezeigt hat, sehr stark im traditionellen Bankenbereich liegen, im Legacy System, um es so zu sagen, während wir hier einen Möglichkeitsraum haben, der viele Möglichkeiten eröffnet. Und so ist die MiCA gestaltet. Sie sagten, und das ist natürlich ein Punkt, der eine Rolle spielt, die MiCA wird häufig wahrgenommen als ein Regelrahmen für Stablecoins.
Das ist nicht unsere Intention. Wir haben die MiCA generiert als einen Regelrahmen, der ja gerade nicht Finanzinstrumente betrifft, aber durchaus Tokens, die eine Finanzierungsfunktion haben. Das heißt, wir haben gesagt, wir eröffnen diesen Raum für Kryptoanlagen, der unterhalb der MiFID liegt. Es ist ein leichterer Regulierungsrahmen als die MiFID und das ist genau die Absicht der MiCA. Und die MiCA hat drei Bereiche. Die MiCA hat einen Bereich, wo sie sagt, Dinge sind komplett von der Regulierung ausgenommen, das ist Artikel 4. Das ist zum Beispiel das Mining von Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Das sind Non-Fungible Tokens, was nicht fungibel ist, ist ausgenommen. Das ist aus meiner Interpretation, aber gibt es andere Meinungen, auch Decentralized Finance, DeFi, das aus meiner Sicht nicht in dieser Form reguliert werden sollte. Dann gibt es den großen Mittelbereich, wofür sie eigentlich da ist. Das ist der Bereich Utility Tokens und alles, was da drumherum ist, wo wir sagen, okay, es reicht aus, wenn ich im Prinzip diese begeben möchte, dann sende ich meiner nationalen Administration, meinem Regulator ein Weißbuch, das ist kein Prospekt, ist etwas Leichteres. Und ich warte ein paar Tage ab, aber ohne die Zustimmung bekommen, kann ich bereits auf den Markt gehen, um auch meinen Geschwindigkeitsvorteil zu nutzen und habe den europäischen Passport. Das ist eine radikale Veränderung. Und als drittes haben wir dann in der Tat den Bereich der Stablecoins. Und da bitte ich zu bedenken, dass als wir die MiCA konzipiert haben, ja weniger als 2 Jahre in der Vergangenheit haben wir das gestartet, da gab es einen Aufruf, und der war öffentlich, deswegen kann ich darüber referieren, von den führenden Regierungen in Europa, wir sollten Dinge wie Libra verbieten. Und die Kommission sagt, da möchte ich sehr deutlich sein, wir verbieten gar nichts. Sondern wir haben die MiCA genutzt, um zu sagen, wenn man eine Stablecoin machen möchte, dann sind das, das und das die Anforderungen, die sie erfüllen muss. Natürlich erscheint es mir plausibel, wenn man eine Stablecoin hat, zum Beispiel eine Reserve zu haben, wenn man letztlich auch Dinge wieder umtauschen will und so weiter, aber es muss marktkonform sein. Und so gibt es viele andere Regelungen in der Form auch. Das ist der am stärksten regulierte Bereich. Aber Stablecoins, um das auch für unser Thema hier vielleicht abschließend für meine Intervention zu sagen, ist nicht der Kernbereich dessen, worüber wir hier reden bei KMU oder Mittelstandsfinanzierung. Stablecoins ist ein rein transitorisches Phänomen. Solange der Kryptomarkt noch relativ klein ist, weil Stablecoins dazu dienen, insbesondere kurzfristige Preisschwankungen auszugleichen innerhalb des Kryptospektrums. Das ist eine Form von Liquidität, von Effizienz, die im Moment vielleicht sinnvoll ist, die sich auswachsen wird. Aber die Zukunft liegt in anderen Bereichen und da sehen wir ja die letzten Monate exakt die Entwicklung im Bereich DeFi, NFT, anderen Dingen, die jetzt aufkommen. Schauen Sie sich bitte die Marktvolumen an. Vergleichen Sie das selbst mit dem ICO-Boom in 2017. Das geht durch die Decke und wird in Ländern implementiert. Das am meisten digitale Land, was die Finanzierung auf der Welt angeht, ist Vietnam, gefolgt von Indien und Pakistan. Die durchschnittliche philippinische Hausfrau hat auf ihrem Smartphone mehr Möglichkeiten, um Transaktionen zu machen, als der durchschnittliche Mensch in Europa. Diese Dinge muss man sich vor Augen führen, wenn man über Technologie redet. Vielen Dank. Da war jetzt sehr viele Aspekte von der Blockchain dabei. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer an dieser Stelle hoffentlich noch mitgekommen sind bei Stablecoins, NFTs und so weiter. Ob das jetzt nicht zu weit führen, vielleicht kehren wir einfach zur Mittelstandsfinanzierung an der Stelle zurück. Gerade bei dieser Fülle von Angeboten, Herr Siebert, die Ihnen jetzt eigentlich gemacht worden sind, war da jetzt eigentlich für Sie was dabei, was Ihnen weiterhilft? Ja, ich denke doch schon und ich bin, natürlich freue ich mich auch, diese, sag ich mal, Weitsicht und auch den großen Lösungsraum, den Blockchain-Technologie im Kontext der Mittelstandsfinanzierung bietet, auch von Seiten der Kommission hier wahrnehmen zu können. Ich würde doch tatsächlich sagen, dass das EWPG für mich mehr als ein, ich glaube, Lerneffekt, haben Sie gerade gesagt, für mich darstellt. Ich glaube, für mich kann es tatsächlich ein Türöffner sein für das Thema Blockchain-basierter Finanzinstrumente im ersten Schritt, die den Übergang darstellen können in eine tatsächlich weitergehende Token-Ökonomie, die mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit bietet, nicht nur mit ihren Kapitalgebern, sondern auch mit ihren Kunden, relevanten Stakeholdern entlang der gesamten Wertschöpfungskette, die sie abbilden und in die sie eingebettet sind, in effizientere Zusammenarbeitsmodelle überführt zu werden. Ich glaube aber, um vielleicht jetzt auch den Bogen zu spannen in das Hier und Jetzt und was brauchen wir, damit das EWPG diese Türöffnerfunktion tatsächlich auch wahrnehmen kann. Wir haben das Thema der Börsenfähigkeit von elektronischen Wertpapieren beziehungsweise von Blockchain-basierten Wertpapieren gerade thematisiert. Die Zentralverwahrerverordnung, und das stimmt, definiert in Artikel 3 ganz klar auf der europäischen Ebene, dass ein Wertpapier, das börsenfähig sein soll, bei einem Zentralverwahrer einzubuchen ist.
ich glaube, an der Stelle ist nochmal entscheidend zu betonen, dass eigentlich sämtliche Vorteile einer dezentralen Wertpapiermarktinfrastruktur, die Blockchain-basierte Wertpapiere bietet, in dem Moment, wo ich eine Einbuchung bei einem Zentralverwahrer vornehme, gänzlich verloren gehen. Von daher, ja, diese Regel besteht heute, aber Regeln sind ja auch dafür da, um regelmäßig überdacht und dann aktuelle technologische Entwicklungen auch immer wieder angepasst und auch hinterfragt zu werden. Von daher wäre mein Wunsch an die bevorstehende Legislatur natürlich auch im Rahmen des Dialogs auf der europäischen Ebene, diese Zentralverwahrerverordnung im Hinblick auf die Börsenfähigkeit von Wertpapieren, die nicht zentral eingebucht werden, auch zu hinterfragen. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Schritt, der hier gegangen werden sollte. Mit dem Pilot-Regime, Sie haben es angesprochen, ist ja ein Stück weit eine Sandbox auf der europäischen Ebene dafür schon geschaffen worden. Wir würden uns freuen, wenn dieser Schritt konsequenter gegangen wird und das in allgemeingültiges Recht überführt wird. Ich glaube, dieses Thema gemeinsam mit der Frage nach dem Anwendungsbereich, sprich der Frage, warum sind eigentlich GmbH-Anteile, warum sind eigentlich Aktien heute nicht im Anwendungsbereich des EWPG eingeschlossen und welche Schritte müssen dafür auf der nationalen Ebene gegangen werden, sind aus meiner Sicht die zwei zentralen Themen, die im nächsten Schritt konsequent angegangen werden müssen, damit elektronische Wertpapiere tatsächlich der Türöffner sein können, der mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit bietet, das volle Potenzial einer Tokenökonomie im nächsten Schritt für sich zu erschließen. Und vielleicht sei an der Stelle auch noch ein Hinweis erlaubt. Ich glaube, insbesondere deutsche Unternehmen und auch deutsche Kapitalmarktteilnehmer tun sehr gut daran, die neu geschaffenen Möglichkeiten, die auf der nationalen Ebene, sei es mit neu geschaffenen Erlaubnistatbeständen wie der Kryptoverwahrung, der Registerführung, der Möglichkeit, Wertpapiere auf Blockchain-Registern zu begeben, ein Stück weit zu üben und diesen nationalen Rahmen mit Leben zu füllen. Denn viele dieser Dinge werden wir in genau gleicher Form in der MiCA oder hoffentlich in gleicher Form wiederfinden. Und das bietet sich damit natürlich für deutsche Anbieter auch eine einmalige Chance, in diesem europäischen Harmonisierungsprozess eine zentrale Rolle innerhalb der Kapitalmarktunion, die mit der MiCA auch im Bereich der Crypto-Assets geschaffen werden wird, dann auch einzunehmen. Also eigentlich die nationale Regulierung viel mehr als Chance zu verstehen, sich auf einen europäischen Regulierungsprozess, der aktuell noch im Entstehen ist, aber was wir wahrnehmen, ja mit sehr viel Nachdruck auch durch die Kommission vorangetrieben wird, sich darauf eigentlich vorzubereiten. Geht das denn schnell genug? Ich meine, Herr Schwerin hat so richtig gesagt, dass wir einen enormen Innovationsdruck haben, der aus der Dezentralität kommt, der natürlich auch den Regulierer unter Druck setzt oder die Regulierung unter Druck setzt. Geht das denn alles schnell genug? Können Sie die eigentlich warten? Ja, also das ist eine sehr gute Frage und eine, wie ich finde, auch extrem schwer zu beantwortende Frage, weil die Schaffung eines regulatorischen Rahmens ermöglicht einerseits für uns eine viel, viel, ja, sie schafft Rechtssicherheit, sie schafft eine Marktzugänglichkeit für institutionelle Investoren und damit auch ist sie extrem förderlich. Und gleichzeitig beobachten wir natürlich aber auch, wie komplett dezentral organisierte Wettbewerbsstrukturen sich global herausbilden. Das Stichwort DeFi fiel gerade. Und wir uns natürlich als ein Stück weit auch als Wirtschaftsraum der Europäischen Union auch immer wieder die Frage stellen müssen, wie wir in diesem Spannungsfeld, wie schaffen wir einen auch im globalen Kontext wettbewerbsfähigen Regulierungsrahmen, der einerseits uns im Wettbewerb mit anderen dominanten Rechtsräumen innerhalb der Welt, sage ich mal, in eine vorteilhafte Position versetzt, uns aber auch gegenüber gänzlich unregulierten, dezentralen, neuen Wettbewerbsformen auch demgegenüber in einer ausreichenden, ausreichend positiven Ausgangslage versetzt. Das ist eine fast philosophische Frage, will ich manchmal behaupten, weil es wirklich dort zwei grundsätzliche Entwicklungen aufeinandertreffen, dass
eigentlich die gesamte Kapitalmarktregulierung immer auf Ebene der einzelnen Intermediäre und der einzelnen Marktteilnehmer angesetzt hat und wir heute mehr und mehr Kapitalmarktstrukturen weltweit beobachten können, die ohne einen einzigen Anbieter auskommen. Und das ist natürlich eine nicht zu unterschätzende Herausforderung auch für Standardsetzer und Regulatoren weltweit, wie mit dieser vollkommen neuartigen Entwicklung umzugehen ist. Und von daher, ja, glaube ich, ist es ein immer wieder tiefes Auseinandersetzen mit dieser neuen Entwicklung und ein ständiges Abwägen und ein notwendiger Dialog zwischen dem Gesetzgeber und Marktteilnehmern, um dort eine optimale Balance zu finden. Ja, ich hätte jetzt gerne Herrn Schraps dazu noch befragt, aber leider, da wartet der politische Prozess derzeit in Berlin, der ja sehr, sehr rege ist, aus wohl leicht nachvollziehbaren Gründen eben nicht. Und deswegen musste uns Herr Schraps leider vorzeitig verlassen. Deswegen nicht als Ersatz, sondern als vielleicht Ergänzung oder eben als profunden Gesprächsteilnehmer. Herr Schrader, wenn Sie das jetzt alles so hören, der Ansatzpunkt der Kommission oder auch Herrn Sieberts, jetzt Plädoyer. Was heißt das eigentlich für die Bundesbank? Die Bundesbank ist ja eigentlich, ich sage mal so, von ihrem Image her eigentlich sehr konservativ, bewahrend. Macht Ihnen das Sorge oder sehen Sie dort Gefahren oder ist das ein Prozess, den Sie begrüßen und den Sie mit offenen Armen empfangen? Ja, Sie sehen, ich trage ja noch eine Krawatte, also offensichtlich gehöre ich auch zu den konservativen Kräften. Nein, natürlich ist das eine spannende Zeit, darf ich Ihnen sagen. Also nie war die Tätigkeit in unserem Bereich, der ja doch auch stärker auf die technische Abwicklung fokussiert, auf Bezahlen und Wertpapierverrechnungen, nie war eigentlich die Zeit spannender als heute. Den Punkt, den ich sehe, also ich glaube ganz klar, die Zukunft wird in der Tokenisierung liegen. Das ist für mich schon relativ klar. Allerdings, wann die Zukunft eintritt, wie wir dahin kommen, das glaube ich, das ist ein nicht ganz so einfaches Thema, weil, und da würde ich Ihnen ein bisschen widersprechen, ich meine, wir haben natürlich riesige technische Möglichkeiten. Wenn wir auf der grünen Wiese wären, könnten wir, glaube ich, eine ganz tolle Struktur zeichnen, wie vielleicht so ein optimales Szenario aussieht, haben wir aber nicht. Ja, und ich meine, Blockchain, Sie haben es ja auch angesprochen, gibt es in ganz vielen, auch in vielen realwirtschaftlichen Anwendungen. Ja, also das ist ja nicht nur eine Frage Kapitalmarkt, das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt. Also von der Fleischverfolgung bis zur Pay-as-Use, vielleicht Geschäftsmodell, wo man keine Maschinen mehr kauft. Das ist ja im Grunde genommen alles auch mit zu berücksichtigen. Aber ich glaube, man muss natürlich sehen, auch im Kapitalmarkt, wir haben halt eine Struktur, wir haben halt Player. Und in der Tat ist ja die Frage, wie kommen wir jetzt eigentlich von diesem Bereich quasi zu einem neuen Zielszenario? Und das, was wir bislang sehen, ist, wir sehen ganz viele Pilotprojekte, ja, auch in ausländischen Ländern. Ja, die EIB hat jetzt auf Ethereum eine Anleihe etabliert. Blockchain, Schuldscheindarlehen sind schon vor einiger Zeit gekommen. Sie hatten, glaube ich, auch eine österreichische Blockchain-Anleihe für den Mittelstand rausgegeben. Nur die Frage ist, das sind jetzt natürlich schon aus meiner Sicht zwar reale Prozesse, nur das ist natürlich keine wirklich breite Marktinfrastruktur. Also die Frage ist, Sie müssen ja irgendwie den Markt dazu bekommen, dass er halt in diese Richtung geht. Und ich glaube, das, was schon so ein bisschen fehlt, ist, glaube ich, insgesamt eine Vision. Ja, und ich meine, aufgrund der vielen Marktteilnehmern ist eben Kooperation auch notwendig, aber andererseits auch ein relativ starker Hinderungsgrund. Wir sehen es in vielen Bereichen, wenn halt 2.000 oder 5.000 oder wie viele hinterher zusammenkommen müssen, das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Und da ist schon, wir haben unterschiedliche Protokolle. Ja, Sie haben Blockchain-Standards, der eine macht Ethereum auf einer öffentlichen Blockchain, der andere macht es auf einer Permission-Blockchain in 5 verschiedenen Ausprägungen. Also da ist natürlich schon die Frage, wie kriegt man eigentlich eine gewisse Masse rein? Ja, ob man eine ganz große Masse für bestimmte Dinge haben muss, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, der da zu berücksichtigen ist.
Und ich glaube, es besteht auch ein bisschen die Gefahr der Fragmentierung. Da muss man halt aufpassen. Wir haben halt in der Vergangenheit viel investiert, um Strukturen auch zu bekommen, die einigermaßen integriert sind. So, und da ist sicherlich jetzt mit dieser neuen Technologie im Grunde genommen ein bisschen die Schwierigkeit, dass man halt da gucken muss, dass das Ganze zusammenpasst. Wo ich halt nicht so ganz mit Ihnen übereinstimmen würde, ist die Risikolage, weil ich meine, ich bin auch schon seit einigen Jahren dabei, habe dann auch schon einige Dinge mitgemacht, Finanzkrise 2008, auch andere Dinge. Also ich glaube, gerade im Finanzsektor kommen Sie halt ohne eine gewisse Regulierung nicht aus. Das ist, das mag vielleicht für unterschwellige Werte, mag das vielleicht hinnehmbar sein, aber sie kommen halt ohne eine gewisse Regulierung nicht aus. Und die CSDR und die Regulierung und die Aspekte der MiFID sind ja nicht da, weil es halt Regulierer gibt, die unbedingt Beschäftigung brauchen, sondern sie sind halt da, weil Risiken entsprechend gemanagt werden müssen. Und jetzt kann man sich durchaus unterhalten, wie dann künftig das Risikomanagement aussieht. Aber ich glaube, dass diese Frage trotzdem da schon relevant ist und ein Beispiel ist, wie jetzt auch die internationalen Regulierer, wenn es halt größere dezentrale Ledger-Systeme sind, ja, die halt irgendwie Zahlungs- oder Abwicklungssysteme sind, dann erwarten wir eigentlich schon, dass sie auch über ein angemessenes Risikomanagement verfügen, was am Ende bedeutet, es muss einer da sein, der sich im Grunde genommen dafür verantwortlich fühlt. Mein Szenario, wo halt alles dezentral ist, ein bisschen wie Bitcoin, ja, wo sie halt irgendwie relativ vage Governance-Modelle haben, ja, wo sie nur darauf vertrauen, dass die Nutzer eigenverantwortlich die Risiken bewerten und steuern können. Das können sie vielleicht in bestimmten Bereichen machen, aber jedenfalls für die breite Masse sind aus meiner Sicht solche Governance-Modelle nicht geeignet. Da müssen sie halt im Grunde genommen reinkommen. Und die Frage, Sie haben es ja auch schon gesagt, ich glaube auch diese dezentralen Modelle werden halt immer mit gewissen Intermediationsfunktionen arbeiten. Deshalb ist ja auch die Idee zum Beispiel so eine Krypto-Verwahr-Lizenz, das ist sicherlich schon dann auch der richtige Schritt in diese Richtung, weil ich glaube halt, jedenfalls in der Breite, mag gewisses professionelles Segment geben, wo man andere Maßstäbe ansetzen kann. Aber wenn es halt ganz in die Breite kommen muss, dann müssen sie halt schon auch gewisse Regeln vorgeben, die dann auch am Ende beachtet werden. Vielen Dank, Herr Schrade. Wir sind damit auch am Ende dieser Diskussion angekommen. Wir hätten sicherlich noch den Rest des Tages darüber weiter diskutieren können, denn wir haben sehr viele unterschiedliche Standpunkte gehört, wie das halt bei so einer Zukunftstechnik eben ist. Wir wissen alle nicht so genau, wo es hingeht, wie wir von A nach B kommen, aber das Entscheidende ist, denke ich, dass wir hier eine Zukunftstechnik haben, wie Herr Schwerin sagte, eine Breakthrough-Technologie. Und wir werden noch viel davon hören und wir hoffen dann auch, dass es auch für den Mittelstand Lösungen gibt und vielleicht auf der Basis EWPG, vielleicht auch auf einer anderen, auch für die Mittelstandsfinanzierung. Und damit bedanke ich mich bei meinen Panelisten und sind wir am Ende. Vielen Dank.